Was geht ab, Freunde? Willkommen zu einer weiteren kleinen Reaction, diesmal zu einem Games-Welt-Video. Link in der Videobeschreibung. Und zwar haben die eine Top 10 der Spiele gemacht, die nie erschienen sind. Also Spiele, die angekündigt wurden, aber dann nie gekommen sind. Und dann gibt es ja wirklich sehr, sehr viele Spiele. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, auf welche Spiele ihr euch sehr gefreut habt, aber die dann eingestellt wurden. Vielleicht fehlen ja auch hier einige Spiele in der Liste. Ich meine, es ist eine Top 10, da wird auf jeden Fall irgendwas fehlen. Und lasst auch gerne ein Like dafür das Video. Würde mich sehr freuen als Unterstützung. Und zuletzt natürlich, Freunde, nochmal Hinweis auf das Gewinnspiel im Juli. Macht da gerne mit bei meinem Partner Instant Gaming. Könnt ihr ein Game eurer Wahl gewinnen auf der Seite oder einfach auch Guthaben für eure Plattform. Ja? Und ja, ich würde sagen, let's go. Wir starten durch. Ich bin gespannt. Über zu wenige Spiele können wir uns wahrlich nicht beklagen. Doch es könnten noch mehr sein. Denn für jeden Titel, der es tatsächlich auf den Markt geschafft hat, gibt es mindestens einen, der sang- und klanglos untergeht. Die folgenden 10 Spiele sind leider nie erschienen. Und das, obwohl sie teilweise fast fertig waren. Oh, okay, wir starten mit Scalebound. Ah, das ist cool. Das ist cool, da hätte ich mich auch drüber gefreut. Ja, da wird er wahrscheinlich gleich sagen, war ein Xbox One Exclusive Titel damals. Sollte einer werden, naja. Ein vorlauter Hipster mit Drachenarm, der sich über seine durchgestylten Beats-Kopfhörer fetzige Elektroklänge in den Gehörgang pfeift, während er auf dem Rücken seiner Flugechse gegen andere Ungeheuer kämpft? Ein derart exzentrisches Spiel wie Scalebound konnte nur von Platinum Games kommen. Die Einstellung des Action-RPGs mit Koop-Multiplayer-Komponente nur 3 Jahre nach der Ankündigung überraschte vor allem deswegen, weil der Titel bereits ausgesprochen fortgeschritten und zudem nicht billig aussah. Mit Microsoft als Publisher sollte Scalebound exklusiv für die Xbox One erscheinen, aber dann drehte das Unternehmen den Geldhahn zu. Vermutet wird, dass das Projekt weder die Erwartungen von Platinum Games noch Microsoft erfüllen konnte. Vielleicht roch der extravagante Mix letztlich auch zu sehr nach finanziellem Risiko. Atsushi Inaba, der Kopf des japanischen Studios, sagte jedoch, sein Team würde dem Spiel jederzeit eine zweite Chance geben. Ja, das hat er sogar vor kurzem gesagt. Also Platinum Games, die machen ja eigentlich normalerweise, die machen oftmals geile Spiele, ja, oftmals geile Spiele, zum Beispiel Nier Automata haben die gemacht oder Metal Gear Rising und so weiter und so fort, aber auch leider Gurken, richtige Übergurken wie Babylon's Fall dieses Jahr. Und da hätte ich mich schon sehr gefreut. Ich meine, gerade die Xbox One hat hätte es gebraucht, wirklich mal ein paar mehr Exclusive-Titel, ja, zu haben, weil so viele waren da einfach nicht am Start. Xbox One-Zeit in Sache Exclusive war leider nicht stark. Deswegen fand ich es sehr schade. Ich fand jetzt auch diesen Mix nicht so cool. Auch dann teilweise dieser Fokus auf Koop oder sowas hätte ich jetzt nicht gebaut. Aber theoretisch hätte man bestimmt was Cooles draus machen können. Ich meine, Drachen, den man als Buddy hat, wäre schon ganz geil gewesen, oder? Agent! Oh! Da bin ich mal gespannt, Freunde, ob das hier überhaupt jemand kennt. Das war nämlich eigentlich ein Rockstar-Spiel. Exclusive für die PS3 damals. Wer an Rockstar Games denkt, hat alle zuerst Grand Theft Auto und Red Dead im Sinn. Eingefleischten Fans fällt vielleicht noch Bully ein. Und wirklich hartgesottene schwelgen in Erinnerungen an Rockstar Games Presents Table Tennis. Kein Wunder also, dass die Ankündigung des Stealth-Shooters Agent während der E3 2007 als PS3-Exklusivtitel für Aufsehen sorgte. Als das nächste Lebenszeichen erst 2 Jahre später auszumachen war, hätte sich eigentlich schon ein mulmiges Gefühl einstellen sollen. Seither fanden sich lediglich Erneuerungen der Markenrechte in den Jahren 2013 und 2016. 2018 schließlich wurden die Rechte aufgrund von Nichtnutzung als aufgegeben gelistet. Das dürfte es für Agent endgültig gewesen sein. Naja, also man kann das Spiel ja auch einfach anders nennen. Ja, also weißt du? Ja, soll halt, ja, wie der Name schon sagt, so ein bisschen Spionage-Dingsbums sein. Ja, Rockstar halt, wa? Rockstar. Naja. Fable Legends. Das war, glaube ich, war das dieser Teil, wo man, wo einer so den anderen 4 irgendwie Monster auf den Hals setzt? War das dieses Spiel? Ich glaube schon. Bevor sich Microsoft zur Studio Shopping Queen berufen sah und auf den Game Pass setzte, war das Unternehmen, vor allem während der Xbox One-Ära, dafür bekannt, Studios zu schließen und ihren aktuellen Entwicklungen einen Riegel vorzuschieben. Eines der Opfer dieses Kahlschlags war Fable Legends, das neue Wege beschreiten und als asymmetrisches Multiplayer-Action-RPG daherkommen wollte. Ein Spieler sollte, ähnlich dem Game Master in Pen & Paper, die Geschehnisse einer Quest kontrollieren und den anderen damit Hindernisse stellen. Im Jahr 2016 schloss Microsoft schließlich die Lionhead Studios. Fable Legends wurde mit schätzungsweise 75 Millionen Dollar als zu großer Kostenfaktor eingestuft. Da der Titel als Free-to-Play-Modell geplant war, dürfte es Microsoft nicht geschmeckt haben, in welch weiter Ferne die Gewinnschwelle lag. So blieb von dem Projekt nicht mehr zurück als eine Legende.
Ja, krass. Eigentlich krass, wa? Heutzutage juckt Microsoft das überhaupt nicht. Kauft ein Spiel nach dem anderen. Ja. Hätte vielleicht ganz cool werden können, aber naja. Ist jetzt auch nicht unbedingt das, was ich von Fable erwarte. Zwischen 2007 und 2016 war es ruhig um die Doom-Reihe. Man leckte sich gerade noch die Wunden, die Doom 3, das quasi Reboot des ersten Teils, hinterlassen hatte. Schon stieß die Fortsetzung Doom 4 auf Probleme. Auch das war als Reboot der Reihe angedacht, wurde während seiner Entwicklungszeit aber immer wieder von gravierenden Rückschlägen geplagt. Es kam, wie es kommen musste, und die Tage des vierten Teils waren gezählt. Erst Doom von 2016 verhalf der Marke endlich zu einem erfolgreichen Neustart. Lange Zeit später meldete sich Pete Hines von Bethesda zu den Gründen für die Einstellung zu Wort. Ihm zufolge war das Team überhaupt nicht glücklich damit, dass Doom 4 sich sehr nach einem Call of Duty anfühlte. Gab's da nicht erst vor kurzem neues Gameplay, so eine Gameplay-Demo? Muss ich ganz ehrlich sagen, weiß nicht, ja, hätte mich jetzt auch nicht so gestört. Fand ich eigentlich ganz cool, so dass es dann vielleicht doch rebootet wurde, weil es war wahrscheinlich besser als diese Version, die es dann hätte gegeben. Ja, ein Horror-Ding muss auf jeden Fall dabei sein. Eigentlich dieses verschollene Resident Evil, was dann zu Devil May Cry geworden ist. Und was ich auf jeden Fall auch noch hier sehen will, ist dieses Prey-Game. Was? Warcraft Adventures? Starcraft Ghost? Ach ja, Alter, Starcraft Ghost. Das habe ich auch damals mitbekommen. Das waren noch PS2 Gamecube-Zeiten. Ja, Alter, das habe ich auch mitbekommen. Oh, ewig her. Wer Warcraft Adventures Lord of the Clans sagt, muss auch Starcraft Ghost sagen. Das Schicksal wandte sich gegen beide Titel, die jeweils großartige Spiele hätten werden können. Warcraft Adventures machte sich Ende der 90er den Fundus des Warcraft-Universums für ein charmantes Grafik-Adventure zunutze. Es war in der Entwicklung sogar so weit fortgeschritten, dass man bereits die Sprachausgabe im Kasten hatte. Doch Blizzard verlor die Geduld mit dem für die Animation verantwortlichen Studio und zog den Stecker, während LucasArts sich dank Monkey Island und Grim Fandango vermutlich ins Fäustchen lachte. Mit StarCraft Ghost hingegen hätte sich Blizzard schon früh auf den Konsolen positionieren können. Die inzwischen anderweitig verwertete Terranerin Nova war für dieses Projekt als still und heimlich vorgehende Protagonistin vorgesehen. Verschiebungen und verpasste Deadlines veranlassten den Publisher jedoch dazu, StarCraft Ghost anno 2004 an Nihilistic and Swinging Ape Studios zu übergeben. Das brachte zwar ebenfalls keinen Erfolg, aber dennoch dauerte es fast 10 weitere Jahre, bis endlich offiziell wurde, was schon alle längst wussten. Ja, das sind beide Spiele, die, ja, weiß ich. Ah, Deep Down! Oh, lange ist es her. Deep Down gehörte zu den Spielen, die während der offiziellen Vorstellung der PlayStation 4 angekündigt wurden. 2013 präsentierte Capcom das hübscheste Spiel, das wir bis dato gesehen hatten. Sogar Pseudo-Gameplay war zu sehen. Während der namenlose Ritter durch die dunkle Höhle streifte, tauchte eine kleine Benutzeroberfläche auf und suggerierte, dass es sich hier um tatsächliche Spielszenen handelte. Und die ließen schlicht unsere Kinnlade herunterklappen. Sahen sie doch selbst nach heutigen Maßstäben atemberaubend aus. Das lag vor allem am imposanten Drachen, der detailverliebt die Höhle erzittern ließ und den schönsten Feuerstrahl aus seinem Maul schoss, den wir uns vorstellen konnten. Außerdem versprühte der Trailer zu Deep Down den markanten Dark Souls Flair und wirkte einfach zu schön, um wahr zu sein. Genau das sollte sich bewahrheiten, denn seither fehlt jede Spur des Titels, auch wenn Capcom ihn immer noch nicht offiziell eingestellt hat. Ja, es gab danach aber auch nochmal, glaube ich, richtiges Gameplay. Das war natürlich die Verarsche, Alter. Zieht euch das mal rein. Habt ihr gerade die Gesichter gesehen? Jetzt stellt euch vor, das kam vor der PS4 raus. Ja, also. Star Wars muss natürlich auch dabei sein. 1313, ey, das ist auch so schade, Mann. Da gab es ja auch vor einigen Monaten, Wochen nochmal ein neues Gameplay, so von so einer Gameplay-Demo. Und es sollte ja wirklich so krass, wirklich richtig krass in die Uncharted-Richtung gegangen werden. Junge, ich bin so durch, egal. Weiter mit dem Video, ich bin richtig durch im Schädel. Nach Star Wars Jedi Knight Jedi Academy war Star Wars 1313 für eine lange Zeit der Silberstreif am Horizont. Mit Boba Fett im Mittelpunkt sollte dieses GTA auf dem Stadtplaneten Coruscant ein raueres Erlebnis liefern als die meist glatt gestriegelten Jedi-Geschichten. Die Entwicklung des Projektes begann bereits 2012, also ein Jahr bevor George Lucas seine Schöpfung an Disney verkaufte. Ein Spiel mit M-Rating schien aber nicht ganz so in die familienfreundliche Richtung zu passen, wie der Mauskonzern mit Star Wars einschlagen wollte. Da ist es noch darüber hinaus munkelte man schon vor der Übernahme über gravierende Schwierigkeiten bei der Entwicklung. Es kam, wie es kommen musste, und die Arbeiten an 1313 wurden eingestellt. Schade, denn die raren Einblicke in das Projekt sahen äußerst vielversprechend aus. Man sieht auf jeden Fall, dass es sehr inspiriert war von Uncharted, oder? Das haben wir ganz gut gesehen, glaube ich, gerade.
Half-Life 3 wandelt gefühlt seit Anbeginn der Zeit irgendwo im astralen Raum zwischen modernem Mythos und Meme-Gold. Valve, das dank Steam für lange Zeit keine Notwendigkeit darin zu sehen schien, selbst Spiele zu entwickeln, hatte die Fortsetzung der legendären Shooter-Reihe nie offiziell angekündigt. Wollte gerade sagen! So recht glauben wollen die Fans das nicht. Es wurden Botschaften in das Startdatum des aktuellsten Steam-Sales interpretiert, multipliziert mit der Häufigkeit, die sich Gabe Newell 2 Wochen zuvor bei einem Interview die Nase geputzt hatte, und schon trendete Half-Life 3 confirmed auf Twitter. Nach der Ankündigung des VR-Ablegers Half-Life Alyx brachte Jeff Keighley in Erfahrung, dass ganze 5 Titel seit Half-Life 2 Episode 2 eingestampft wurden. Darunter, festhalten, auch Half-Life 3. Der Titel befand sich zwischen 2013 und 2014 tatsächlich für eine kurze Zeit in der Entwicklung und sollte zum Teil auf prozentual generierte Welten setzen, ganz ähnlich wie Left 4 Dead. Die zugrunde liegende Source 2 Engine war allerdings unfertig und so kam Half-Life 3 nicht sehr weit. Ja, hätte ich jetzt nicht unbedingt in die Liste genommen. Klar, es ist ein Spiel, auf das viele warten, aber er sagt es ja selber, offiziell wurde es nicht angekündigt. Ja. Offiziell haben wir nie irgendwas dazu gesehen, deswegen weiß ich nicht. Aber klar, kann man reinnehmen, aber ja, keine Ahnung. Prey 2, da ist es. Mann, das wäre auch geil gewesen, glaube ich, die Vision. Von dem Spiel, wenn es im Kopf geht. Die holprige Entwicklungsgeschichte von Prey 2 gehört zu den bekanntesten Erzählungen der Gaming-Branche. Nur Monate nach der Veröffentlichung des verkannten Erstlings beabsichtigten die Human Head Studios, einen Nachfolger hinterherzuschieben. Obwohl der Titel bereits 2006 angekündigt wurde, startet die Entwicklung nicht vor 2009. In der Zwischenzeit nahm Bethesda Prey unter seine Fittiche und kündigte das Sequel 2011 erneut an. Mit offener Welt und einer Kopfgeldjäger-Thematik hatte sich einiges im Vergleich zum Vorgänger getan. Ein Mangel an Ambitionen ließ sich nach der imposanten Enthüllung ebenfalls nicht unterstellen. 2014 markierte allerdings das Aus für Prey 2, das sich zu diesem Zeitpunkt im Alpha-Status befunden haben soll. Wenige Jahre später wurden die Arcane Studios mit der Marke betraut. Das Team verwarf jegliche bis dahin entwickelten Konzepte und veröffentlichte 2017 ein grandioses Reboot, das leider wieder nicht den Status erreichte, den es verdient gehabt hätte. Ja, war ganz cool. Das erste Prey war auch eigentlich ganz geil, von 2006, 2007 oder so. Okay, Silent Hills nehmen die rein. Ja, gut, stimmt, das muss auf jeden Fall auch rein. Aber Alter, dieses Resident Evil-Ding, was dann zum Devil May Cry wurde, also dieser Prototyp, der dann, warte mal, ja doch, der zu Devil May Cry wurde? Nee, andersrum, war das ein Prototyp von Devil May Cry und der wurde zu Resident Evil? Also auf jeden Fall dieser Prototyp, der vor Resident Evil 4 gemacht wurde, da gab es auch Gameplay, den hätte man lieber reinnehmen können als Half-Life 3, weil wie gesagt, es wurde nie offiziell angekündigt. Aber hey, Silent Hills, auch sehr schade eigentlich. Sehr, sehr schade. Das ist, ja, sehr schade einfach. Die PT-Demo ist immer noch so viel... Also die PT-Demo ist immer noch so viel gruseliger als so viele Vollpreisspiele oder Indie-Games aus der heutigen Zeit. Das ist, ja. 2014 Silent Hills ankündigte, sprang wohl jeder Fan von Horrorspielen rund um die Welt jubelnd aus seinem Sitz. Und daran sollte Hideo, Metal Gear, Kojima höchst selbst arbeiten. Alleine die Art der Ankündigung war so unorthodox, dass sie nur vom Meister stammen konnte. Statt eines Trailers wurde die spielbare Demo PT, kurz für Playable Teaser, veröffentlicht. Wer es bei der wohl schrecklichsten Hausbesichtigung aller Zeiten bis ans Ende schaffte, durfte einen Trailer bestaunen, der das neue Silent Hills von Kojima Productions mit prominenter Besetzung enthüllte. Norman Reedus und Guillermo del Toro waren schon damals große Namen. Gut ein halbes Jahr nach der Ankündigung kreisten jedoch die ersten schwarzen Raben über dem Projekt. Als Berichte die Runde machten, Kojima und Konami würden bald getrennte Wege gehen. Kurz darauf folgte auch schon die Bestätigung, dass das ambitionierte Projekt beendet wurde. Okay, hier ist Schluss. Die Top 10 Digimon-Spiele, okay. Gut, ich hätte, wie gesagt, das Resident Evil Game noch mit reingenommen, auf jeden Fall. Ich persönlich wahrscheinlich noch das Criterion Game, wovon ich euch erzählt habe in den Spielen, die einen Nachfolger bauen, das letzte Video mit dem Batman Fortnite. Da habe ich ja so ein bisschen erzählt, dass sie auch so ein Spiel machen wollten wie The Crew, ja, wo du wirklich alle Fahrzeuge steuern kannst, die es gibt so, nur halt vor The Crew, das war ihre Idee. Hätte ich ganz geil gefunden und ansonsten, keine Ahnung, ich weiß nicht, jetzt spontan, was gab es denn noch so richtig krasses, was leider nie denn erschienen ist. Dead Island 2 vielleicht? Ja, Dead Island 2 noch? Was so richtig groß, pompös angekündigt wurde und dann leider eingestampft. Weiß ich gar nicht. Keine Ahnung. Fällt mir jetzt gerade spontan nichts ein. Deswegen schreibt ihr mir das in die Kommentare. Lasst ein Like da. Und ja, fand ich echt ganz gut das Video. Ja, das war's. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Haut rein und tschüss.